Hallo und herzlich willkommen zur Andacht. Schön, dass Sie wieder da sind. Bei uns ist ab heute Maskenpflicht. Im Supermarkt, im Bus und in der Bahn. Überall muss man eine Maske tragen. Vor 2 Monaten hat kein Mensch eine Maske getragen. Ganz im Gegenteil, das galt als unhöflich, wenn man sein Gesicht nicht zu erkennen gegeben hat. Wenn ich jetzt auf der Straße jemanden begegne, muss ich immer erst mal überlegen, wer ist denn das? Hast du den schon mal gesehen? Meine Güte. Und wenn man ihn dann doch erkannt hat, ich weiß nicht mehr, ob die Person mich anlächelt oder nicht. Das ist schwierig, sehr schwierig für mich. Vor 2 Monaten, da habe ich noch jedem die Hand gegeben und es galt regelrecht als unhöflich, wenn man niemandem die Hand gegeben hat. So war das früher. Früher war das so, dass die Geschäfte gar nicht genügend Kunden bei sich hineinbekommen konnten. Heute ist es so, dass es heißt, nur noch ein Einkaufswagen pro Kunde und die Einkaufswagen sind reduziert. Früher war es so, dass ich möglichst viele Besuche gemacht habe. Heute kann ich gar keine Besuche mehr machen. Früher durfte ich spazieren gehen, mit wem auch immer ich wollte, mit wie vielen Menschen auch immer ich wollte. Heute nur noch mit der eigenen Familie. Das ist schwer. Das ist lästig. Eine Sache bei all diesen Einschränkungen ist tröstlich. Und die sehen wir hier ein Stück weiter oben. Nämlich dort, wo normalerweise der Prediger steht, dort ist ein Spruch. Und dieser Spruch heißt, Verbum Domini manet in aeternum. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Es gibt ein paar Dinge, die bleiben. Die bleiben immer so. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat. Gottes Wort ist unveränderlich. Irgendwann einmal, wenn auch mein Ende gekommen ist, dann steht Gottes Wort immer noch. Gott ist derjenige, der das letzte Wort auch über mein Leben haben wird. Und was ist das für ein Wort? Es ist ein Wort voller Gnade. Davon bin ich gewiss, dass Gott eines Tages gnadenvoll von mir, von Ihnen, von einem jedem von uns sprechen wird. Und dass, wenn all die Dinge, die auch vorbeigegangen sind, so wie der Mundschutz und das Händeschütteln oder nur noch die Begrüßung mit dem Ellenbogen, dass dann Gottes Wort immer noch gnadenvoll zu uns sprechen möchte. Dass das uns Kraft gibt, auch die schwierigen Zeiten mit Mundschutz und mit Abstand zu überstehen, das wünsche ich uns allen. Also, bleiben Sie gesund, behütet und gesegnet. Auf Wiedersehen.